Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Daniel und ich möchte heute einen Bürger- und Test machen für Kreis Schleswig-Holstein. 33 Fragen. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Der Wähler darf bei der Wahl weder beim Fluss noch zu einer Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. Welches Bundesland ist Schleswig-Holstein? 1. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? 17. Juni. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelferinnen? Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? Durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Was war am 8. Mai 1945? Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest eingestellt ist? Sozialversicherung. Welche Farben hat die Landesflagge von Schleswig-Holstein? Blau, Weiß, Rot. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Brandenburg. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? Gemeinde. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? Das wahlberechtigte Volk. Was ist Deutschland nicht? Eine Monarchie. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Alle Einwohner und Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz? Mutterschutz. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Tschechien. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Baden-Württemberg. Nee, Sachsen. Wer kann Gerichtshofin in Deutschland werden? Alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der Bürger, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, Ausländerinnen? Das Grundrecht auf Asyl. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der sowjetischen Besatzungszone. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? Alle 4 Jahre. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Bundestag. Von 1961 bis 1989 war Berlin durch eine Mauer geteilt. Was bedeutet in Deutschland das Grundsatz der Gleichbehandlung? Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in
Bund, Länder und Kommunen. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Die Europäische Union. Nein, die Abgeordneten. Moment mal. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments. 2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der römischen Verträge gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge? Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG. Deutschland ist ein Bundesstaat. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? 1933 bis 1945. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenze von heute seit 1990. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenze von heute seit 1933. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenze ja. Welche Wappen gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein? 3.